Nope. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zu DCS World und der Kampagne Mad. Heute Mission Nummer 9, die anscheinend Wolf heißt oder Wolf oder wie auch immer man es wohl auf Russisch ausspricht. Und ja, bevor ich ins Briefing gehe, ein paar Worte vornweg. Es ist bei mir unfassbar lange her, dass ich DCS geflogen bin. Ich weiß nicht, was, wieso. Nein, eigentlich weiß ich schon. War eigentlich ganz gut dabei. Dann hatte ich so 3-4 Missionen vorlaufen, dachte ich, okay, ja, man lasse mir noch ein bisschen Zeit, dann war plötzlich Urlaub, dann war ich nicht da, 10 Tage, dann bin ich wiedergekommen, dann hatte ich plötzlich, privat viel um die Ohren und dazu kam dann plötzlich, dass ich Lotsenausbildung weiter vorankomme beim, für einen Flight Simulator, also, was heißt für Flight Simulator, für Wetsim, da mache ich ja meine Lotsenausbildung, da bin ich jetzt dabei gerade mitten in der Tower-Ausbildung drin. Und das kostet auch viel Zeit. Zwischendurch habe ich dann versucht, mir die ATR anzugucken. Irgendwie ist meine Liste, meine To-Do-Liste für den Flight Simulator endlos lang. Nebenbei muss ich noch endlos viel lotsen und so ein bisschen Privatleben habe ich auch noch. Blöderweise. deswegen ist DCS einfach liegen geblieben. Ich habe so ein bisschen ein DCS-Tief, muss ich sagen. Es ist gerade bei mir, weiß ich nicht, es ist, vielleicht komme ich ja jetzt wieder rein, wenn wir jetzt die Mission fliegen. Vielleicht wird die ja großartig und ich sage, ich muss unbedingt wieder mehr DCS machen. Aber so aktuell habe ich mich immer so ein bisschen davor gedrückt, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich zurzeit nicht so im Bann. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das heute. Nur so ein paar Worte vorneweg. Ich dachte, ich lasse es euch mal wissen. Gut, kommen wir zur Mission selber. Ihr erinnert euch, Mission Nummer 8, Mission Nummer 7, glaube ich, war Battle of La, wo wir quasi den Angriff auf die Stadt La unterstützt haben, wo wir beinahe abgeschossen wurden. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Sieht so aus, die iranischen Streitkräfte wurden zurückgeschlagen. Also wir unterstützen ja die Iraner, die Regierung von den Rebellentruppen. Die Rebellen haben die Stadt erobert. Die haben sie seit 17 Tagen anscheinend in ihrer Gewalt. Und jetzt geht es los. Wir machen den Gegenangriff. Wir versuchen, die Stadt wieder zurückzuerobern. Dazu haben die ein Special Forces Reconnaissance Team in die Stadt geschleust, das da jetzt irgendwie seit einigen Tagen war. Und unsere Aufgabe heute ist es, dieses Team aufzusammeln. Das heißt, wir starten hier, fliegen irgendwie direkt zu dem Wegpunkt 1. Hier sind auch noch so ein paar Bilder. Das da ist dann wohl, da ist so ein Flughafen, da ist die Stadt wohl selbst. Und naja, wir müssen irgendwo dahin. Wo genau sehen wir dann noch? Und ja, wir sollen halt dahin, Landezone sichern. So wie es hier auf dem Bild aussieht, mit ordentlich MG-Feuer. Ist auch das erste Mal, glaube ich, dass wir Leute hier an der Tür haben. Boah, das finde ich schon mal ganz sympathisch. Ich habe auch selbst eine Minigun zur Verfügung. Und ja, wir sollen also die Landezone sichern, die Kollegen einsammeln und heil nach Hause bringen. So kann man das zusammenfassen. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal in die Steuerung gucken eben. Ich habe nämlich vergessen, dass es Knöpfe gibt, mit denen ich umschalte, ob die Kollegen an der Tür angreifen sollen oder nicht. Und da muss ich gleich einmal kurz gucken. Das war nämlich eine komische Kombination. Ich glaube, Alt-Shift, Alt-Steuerung-Shift. Irgendeine Kombination war es. Ich gucke es gleich einmal kurz nach. Und ansonsten mal gucken, ob ich wieder in den Groove komme. Hier beim Helikopter fliegen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir tatsächlich, wenn ich hier mit der Kampagne durch bin, irgendwie hat das Helikopterfliegen auch was. Ob ich mir tatsächlich den Apache mal anschaue. Aber soweit ich weiß, gibt es da noch keine gute Kampagne für. Wenn ich mich da täusche, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und empfehlt mir eine. Und ansonsten ist der Hind ja auch schon länger draußen. Der wird mich ja auch ein bisschen anlächeln. Oder der ME8, aber ich weiß gar nicht, also wie gesagt, für mich ist ja immer wichtig, dass es eine Singleplayer-Kampagne dazu gibt und ich weiß wirklich nicht, wie es bei den Fliegern, die ich gerade genannt habe, so aussieht. In Helikoptern. Ansonsten für die F-14 haben wir immer noch Kampagnen auf Lager und ja, ich glaube für die Hornet auch noch die eine oder andere. Müsste ich mal gucken bei Gelegenheit, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. So, Ladepause geschickt überspielt, durchmoderiert. Ich hoffe, ihr seid nicht schon alle totgelangweilt.
Oh, sorry dafür, das hat gerade zu mehr Verwirrung geführt, als es sein musste. Wir starten einfach nochmal. Prepare for startup. Ready for startup. Gunners are on station with plenty of rounds. Ready to go. That's the report I expect, mate. The frequencies are set. Call sign Karat. Karat 1-2, request startup. 12, clear to startup. Das surface passt. Wind 283 degrees at 5 meters per second. QFE 2812. Runway elevation 1860 feet. Take off at your discretion, then proceed as filed. Altimeter set. Take off at our discretion, then proceed as filed. On. We're starting up. Look to the left. The Chinese have installed a shield with the caption, "Catch a spy?" Well, every Iranian spy that can read Chinese will be frightened to death. So, ich muss kurz gucken. Das war die Minigun. Okay, dann lassen wir das Ding mal an. Wow. Do we have so little room that they dust us off here? We're in a field, but still have to hug each other. We've put on headphones just in time not to be deafened from that noise. Ja, ich glaube, das war laut. So, das läuft. Where do we fly to? Over there, where the Grad flew to. Waypoint 1, Landmark 4. The southern part of the city. Heading 313. Distance 14 kilometers. Okay. Einmal den Kompass hier richten. Ist das so? Gucken wir Richtung Westen. Passt das wohl? Heading 283, 286. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Dann. Prepare for takeoff. Ready for takeoff. Guys, are you ready? I'm always ready, just like a pioneer. Booyah, the pioneers disappeared long ago. Starboard gunner is ready. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier meine Marke auf die... Aha, da war's. Gut. Gut, 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 da kommen langsam die Steuerungsoptionen wieder. Na dann. Taken wir mal auf. Ich wollte noch gucken, in welche Richtung wir fliegen müssen. Heading 285. 3000 Fuß, auf geht's. Vorsicht, Kollege. Ich bin ein bisschen eingerostet. Da hinten ist ja auch gut am Brennen. Karat 1-2. Departed, proceeding on heading 313 to landmark 4. 313. 12, continuous filed at 3,000 feet. Contact the radar and monitor comms. When the artillery starts, leave the area. All stations, collective call sign, Cascade. 012, proceeding as filed. Monitor Bereza frequency, maintaining 3,000 feet. So, die Richtung müsste richtig sein. Schub passt einigermaßen. Changed frequency. Hier ist ja schon wieder was los. Wait! We will hit them at the point of the cook. Radius 1, Roger. Das Ding noch anschalten. Schon mal kurz testen. Ja, so gut aus. Comms with Major on FM. It's set already. Nur 3000 Fuß sind wir schon drüber gestiegen. Eigentlich müssen wir immer der Straße. Gar nicht mal ganz der Straße. Einfach 313, das passt schon.
Ach ja, Kinders. Ist das schön, hier wieder in der Wackelkiste zu sitzen. Ne? Da hinten auch alles klar soweit? Radius, attention. Advance to landmark 1. I say again, to all radius units, advance to landmark 1. AIC-2, suppress landmark 1 with machine gun fire prior to radius approach. Do you copy? Ich schalte meine Waffen schon mal scharf, dass ich gleich nicht in Verlegenheit komme. Funktioniert. Gen, step away from the tank. Don't stay near it. Special forces guys, step away. I can't see anything because of the dust. Nur da drüben müsste der Flugplatz sein, genau. Und irgendwo da vor uns die Stadt, da müssen wir hin. Iriosa, lay more smoke. More. Black sector. Separate the airfield. The enemy can see the movement. Andei Bereza. Roger. Lay more smoke. More smoke. Contact radius. He will advise the direction. Andei, Bereza, the smoke is lit according to radius instructions. Fine, Bereza, begin assault. Man, what is that smoke? Is it dangerous? It's a smoke screen, Kulia. It's not dangerous for you unless you are from the Ashari army. Ja, da hinten ist der smoke screen. Bereza, 612, this is RSCS chopper proceeding over landmark 4. Air power, focus on your tasks. I control the land forces only. Stay out of the city center and listen to the commands from Cascade. 1-2, Wilco. Okay. Tank element, monitor and control the main direction. Thanks. Monitor and control the main direction. Bleiben wir hier mal ein bisschen orange außerhalb. Sector control. Draw all the UAVs to the orange sector. Get the rocket artillery ready to fire. Noch mal ein bisschen langsamer. We are in position, Commander. Orbiting. Calling Astakov. Oh, ich sag mal, mein Gunner, die können hier... AIC-2, I don't see landmark 1 is suppressed by machine gun fire. Feuer zurückgeben, als auf uns gefeuert wird. We are firing at the mark 1. Keep on firing until the infantry drop off. Do you copy? Radius, advise when to cease fire. One two, calling Volk. One two, we haven't finished here yet. Orbit, wait for instructions. Roger that. Waiting for instructions. Lutch, give me your current mission, Citra. This is Lutch reporting. Suppressing enemy HF and UHF ranges. UAVs are withdrawn. You can work in the orange sector. We're coming with VAs to the red sector. Da hinten ist ordentlich was los. Lutch, roger that. Report when you finish in the red sector. Transnational tanks, attention, enemy CV and adjacent tanks are out in front. Colocol, what are you looking at? Destroy the ACV! We are hitting the armored vehicles. To all commanders, update your GPS units. Do you copy? To all commanders, update your GPS units. Lodge, report the enemy situation. Armored vehicles, tanks, ACV and LAWs are in defensive positions. 35 tanks are spread along the green zone. 20 tanks are in the red one.
Wir sind hier anscheinend nur Zuschauer bei der großen Schlacht, die hier abgeht. Ja. I can see it. Ja, da ist er. Okay. Roger, firing. They're inside the buildings. Let's flush them out. Roger that. Proceeding on the red marker. Suppressing fire. Roger. Ich hab da mal den Kollegen das Erlaubnis zu feuern gegeben. Attention everybody, you are cleared fire. Weapons are free. Destroy the enemy infantry around the red marker. Uiuiuiui. Mein Gunner hat gleich keine Munition mehr, wie es aussieht. Bei 50% nur noch. Wir machen mal selber einen Anflug. Wo sind die da? Na, das war nur so mäßig erfolgreich. Ich glaube, ich lasse da doch lieber meinen Gunner ran. Der ist auf jeden Fall deutlich besser im Zielen als ich. Da noch einer, zwei. Siehst du auf den, der auf uns schießt? Roger, orbiting. Medics, you should have taken all the vacant Tigers and driven along the sectors already. Get working. Contact the squadrons and platoons on the HF frequency. Be bold. There are lots of wounded already. This son of a bitch is shooting at us, Egan. Radio 3, do you have a low? Somebody knock it out to hell. Oh, brennt auch alles. Radius 1, there is discovered enemy concentration in the central part of Landmark 1 and a fortified position in the central of the city. Request artillery support. Gereza to Cascade, attention! Gereza to Cascade! Order to all units, leave the Landmark 1 zone. I say again, order to Cascade, leave the Landmark 1 zone. Sind wir in Landmark 1 zone? The central part of the city. Ich glaube schon. Well, they're kicking all the aircraft out, so we'll fly away. We can't leave Ostakov. Let's fly on the deck. Chopper, this is Ostakov. We have finished our task. Land on the green marker. Okay. Roger, Volk. Landing. Wo ist der Green Marker? Landing heading 350. Prepare for landing. Ready for landing. We're proceeding. Da hinten. Okay. Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer und dann Nase in den Rauch gegen den Wind ran.
Nicht abspielen, nicht abspielen, nicht abspielen, ganz wichtig. Hat da noch einer geschossen? Oh. Oh. Gut genug, würde ich sagen. Dann springt mal alles schon rein. Berezo to Zenit. Attention. Transmitting the guidance intelligence via the system. This is Zenit. Guidance received. Hi, Orlovsky. How's the situation there? We have to leave. The artillery's opening up. Boah, wir sind schwer. You can lift off. Let's go home. Prepare for takeoff. Ready for takeoff. Karat, heading 135. Distance 13. 135. Gerade gemerkt, durch ein paar Leute, die da eingestiegen sind, waren wir plötzlich echt schwer. Vielleicht zu fahren. Hold back and salvo. Command 333. Roger. Oh, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Command 333? Who is that? It's a command to get away as far as you can. Ja, machen wir. Sind auf dem Weg. I can see artillery explosions. Let's get a move on. 333 is a command for the artillery battery to hit the valley. 300, put your hand on the firing lever. 30, take up first pressure on the trigger. 3, shoot. Was da los ist im Hintergrund? Also das macht die Kampagne echt cool, so große Schlachten inszenieren. Auch wenn man selber nicht so viel dran mitwirkt, aber man ist auf jeden Fall dabei. We left time, didn't we? We're all the jobbers. I see you're flying alone here. Ah, lange Geschichte. Grad supported the assault. Aviation operated at night. Oh yeah, we felt that last night. There is nothing more precise than friendly fire. Kann ich irgendwie sagen, wir sollen die Tür wieder zumachen da hinten? Das zieht ganz schön. Ah, bitte. Ah. Mit dem großen Loch macht das auch keinen Unterschied. Request approach at 3000 feet. Distance 8 kilometers. 12, cleared for approach. Land at your discretion. Weapon Roger, cleared for approach. Nicht, dass wir hier noch einen Unfall haben, wenn sich ein Schuss löst. How was your work going, Comrade Major? Fine, Kolya. Everything went swimmingly while you were out. I do my best for you, Comrade Major. Alright, soon we'll be operating behind enemy lines. Round it off. You will have the reconnaissance. It's not my fault that I was shot in the leg, Comrade Major. This is the second week you've been hassling me. And whose fault is that? Mine? You are responsible for your own physical security. Where have you been hurt? Okay, Kolya. When we get to the rear, you'll have a chance to avenge your leg. Where are you going next time, Comrade Major? 100 kilometers from Shiraz. Orlovsky, by the way, you'll be working with us, so you'll have to prepare. Okay. You know, I'm always ready for a new idea. For what, Orlovsky? Do you mean to say for hard currency? Yeah, for that too, Comrade Major. Landing, heading 350, prepare for landing. Ready for landing. Wo genau landen wir? Irgendwo hier, ne? Da sind wir gestartet. Ja, cool. Dann sind wir also bald mit den Special Forces unterwegs. Das wird bestimmt ein paar spannende Einsätze nach sich ziehen. Achso, da ist dieses Schild gewesen. Ich erinnere mich. Also irgendwo da vor
hinter dem roten LKW. Das ist echt krass, wie viele Fahrzeuge und Leute und so hier platziert sind. Also die Kampagne, rein was das Scripting angeht und wie die Missionen gebaut sind, extrem aufwendig. Leider ist die Übersetzung nicht so gut. Shut down. Hä? Stable Position Shut down? Ich bin noch nicht mal am Boden. Orlov, you're going with me to Semenov. We have to discuss some things. Everybody else take a break, for what it's worth. Oh, muss mal ein bisschen bremsen hier. Schön, dass die Mission accomplished ist. Ich bin noch nicht mal am Boden. Jetzt aber. Oh, das war eine echt gute Landung für meine Verhältnisse. So, na denn. Das ist chinesische Schiff, was ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Mission erfolgreich geschafft. Mal gucken, ich glaube, mein Kampflog wird jetzt hier ja, voller Ereignisse sein, weil da alles festgehalten ist, was im Hintergrund passiert ist. Oh, da war gut was los. Ja, coole Mission. Kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, euch hat die Mission gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like. Hinterlasst mir einen Kommentar, wie es bei euch läuft. Das interessiert mich nämlich auch immer, also wie bei euch die Mission verlaufen ist. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal. Man kriegt es auf jeden Fall mit, wenn ich mal wieder in DCS unterwegs bin, auch wenn ich die Befürchtung habe, dass es in Zukunft ein bisschen weniger werden könnte. Mal gucken. Ja, ansonsten würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.